Martin Schirdewan war bei Dekadent zu Gast und wir beide haben festgestellt, also Sella und ich, dass wir diesen Talk noch nicht gesehen hatten. Und da heute Europawahl war, also wir jetzt wissen, wie gut die Wahlkampfstrategie der Linken sich eher bei so Leuten wie Dekadent, bei so Woken-Leuten, bei so linksliberalen Leuten anzubiedern, wie gut diese Wahlkampfstrategie aufgegangen ist. Nun ja, deswegen wollen wir uns aus dieser Rückschau quasi mal dieses Gespräch anschauen. Wir werden uns zum Schluss die neueste, also zum Schluss dieses Gesprächs, zum Schluss dieser Reaktion die neueste Hochrechnung für die Europawahl anschauen und dann schauen, wie gut die Strategie der Linken aufgegangen ist, die wir mal hier aus diesem Talk entnehmen können. Also, Sella, wie gesagt, wir kennen ja schon die letzte Hochrechnung. Wir schauen uns dann in einer Stunde nochmal die neueste an. Die Linke, die hat, so viel sei es schon mal vorweg verraten, nicht sonderlich gut abgeschnitten. Was meinst du, bevor wir diesen Talk jetzt gesehen haben, woran könnte das liegen? Ja, vielleicht daran, das haben wir ja schon öfters gesagt, dass sie einfach Politik nicht wirklich nah am Bürger macht. Natürlich nicht für die breite Masse, sondern eher für eine, ja, Minderheit, wie das die Grünen ja auch machen. Sie biedern sich auch immer mehr den Kurs der Grünen an, so scheint es die Linken. Und ja, vielleicht mag es daran liegen, ja, dass die Strategie da nicht so ganz aufgegangen ist. Ja, wir werden es ja dann am Ende sehen. Das ist so meine Prognose, die, wie gesagt, habe ich ja öfters schon mal oder haben wir ja öfters schon festgestellt, ne, zusammen. Ja, genau. Ich bin mal auf den Talk gespannt, auf jeden Fall. Und ich hoffe, du Das hast heute hoffe auch ich, ja. gewählt. Und ich hoffe, du bist auch mit einem guten Gefühl rausgegangen. Also ich bin auf jeden Fall mit einem guten Gefühl aus der Wahlkabine raus. Ja, das definitiv. Das hat Weil ich sich, konnte wirklich. ist ja einzige direkte Partizipationsmöglichkeit, die uns dieses System hier bietet. Ich meine, mehr können wir ja quasi nicht machen. Also wenn wir hier irgendwelche Videos machen, dann verändern wir ja am politischen System nichts. Wir können nur quasi darüber meckern. Und das ist ja einzige Ort, wo wir wenigstens ein bisschen Einfluss nehmen können. Ja. So sieht's aus. Dann wiederholen werde. Für mich ist aufgrund der Außenpolitik die Partei nur schwer wählbar mit Bauchschmerzen. Und deswegen habe ich die Ja. Partei gewählt, die mit Bauchschmerzen abschiebt. Aber der Fehler wird mir Ja. nicht nochmal passieren. Ja, genau. Immerhin haben sie Bauchschmerzen und machen es dann trotzdem, das stimmt. Aber Ja. hey, schön. Also, du sagst ja, man muss mich nicht vorstellen, ich mache es trotzdem. Ja, ja. Also, im Gegensatz zu dir bin ich in der Linken, ich bin auch Sozialist, bezeichne mich auch immer so, mache auch immer Wahlwerbung für meine Partei, aber mache das aus Überzeugung, weil ich echt, wie soll ich sagen, angesichts der Verhältnisse, in denen wir leben, so richtig manchmal Empörung empfinde. Weißt du, so dieses, kannst du dich erinnern an Stefan Essay mit diesem Empört euch, ja, wo dann im Grunde genommen auch die Plätze besetzt wurden und so weiter, weil irgendwie die Ungleichheit so gewachsen ist und dann die Börsenkrise und so weiter und so fort. Und ich habe so eine Empörung in mir, auch so eine echte Wut manchmal angesichts der sozialen Ungerechtigkeit, dass ich gar nicht anders kann, als ein Linker zu sein in dieser Zeit, in der wir leben. So, das bin ich. Ich bin Martin, bin Parteivorsitzender der Linken und freue mich total, bei dir zu sein. Ja, wir freuen uns alle auch sehr. Die sind alle sehr, sehr gehypt darauf. Also die haben die, es heißt ja immer so ein bisschen, dass die parlamentarische Demokratie unter Sozialisten immer weniger Bedeutung bekommt. Aber ich persönlich empfinde es, obwohl ich die parlamentarische Demokratie nicht als das optimale oder optimalste System aller Systeme sehe, trotzdem als absolut unabdingbar, daran zu partizipieren. Und nur um dir das Klientel kurz vorzustellen. Also hier sind 4000 Leute, die nicht entscheiden, ob sie die Linkspartei wählen sollten oder nicht. Also ich glaube, das ist Eingangsgeplänkel, das können wir mal kurz überspringen, aber das waren doch schon mal interessante Bemerkungen am Anfang. Martin Schirde war so, ich bin Sozialist, schau mal ins Parteiprogramm der Linken. Da steht nichts von Planwirtschaft einführen, da steht, wir sollten die Reichen ein bisschen höher besteuern, auch zu ganz hohen Freibeträgen, also gegen den Mittelstand will die Linke auch nicht groß irgendwas machen. Also warum sollte sie auch, wäre ja auch total dämlich. Also im Parteiprogramm der Linken steht nichts von der Einführung des Sozialismus. Auch da ist der Sozialismus irgendein fernes Ziel, was irgendwann in der Zukunft angestrebt wird und in der Realität. Also würde mit der Linken, wenn die mit SPD und Grünen regieren würden, sowieso nur eine Spitzensteuererhöhung um 1, 2 Prozentpunkte oder so rauskommen. Also diese riesige Lücke zwischen Rhetorik und dem, was dann tatsächlich umgesetzt wird, ich glaube, das bricht einer Partei langfristig das Genick. Also du kannst so eine Rhetorik fahren, wenn du wirklich so eine kommunistische Partei bist und wirklich Kapitalismus abschaffen willst und da wirklich kompromisslos für einstehst, aber nicht, wenn du de facto so eine, ja, zweite Grüne bist.
Ja, ich denke also, dass, wenn er sagt, ich bin Sozialist, ich glaube, da wollte er ein bisschen die Dekadenz-Zuschauer so ein bisschen abholen mit, das ist natürlich jetzt das Schlagwort, Sozialist, ich bin auch Sozialist, ne? Mit dem du viele von denen kriegst, denke ich mal. Und ja, wie gesagt, wie du schon sagst, also, wenn man da natürlich die Real... Ich meine, gut, wenn man jetzt auf das Steuerprogramm, wir hatten ja das ja letztes Mal gehabt, wenn man da drauf guckt, dann ist da schon deutlich mehr Entlastung für den Mittelstand und höhere Besteuerung für Reiche. Wie das dann natürlich aber in der Koalition aussieht, ich glaube, da wird da nicht viel bleiben davon, ne? Wie du schon sagst, also da werden die vielleicht 1-2 Prozentpunkte, wenn überhaupt, für die Reichen, aber da wird nicht viel passieren in der Koalition mit einer SPD oder so. Und im Gegenzug mit der Außenpolitik, da würde die Linke komplett das Feld räumen. Das hat sie ja jetzt durch das Verhalten von Parteibossen wie Ramelow mehr oder weniger offenbart, so dass sie in der Außenpolitik wirklich von jeder friedenspolitischen Position abgelassen haben. Also Ramelow hat ja wieder Einführung der Wehrpflicht gefordert. Der hat noch mehr Waffenlieferungen in die Ukraine gefordert. Es gibt so antideutsche Gruppierungen in der Linkspartei, die jetzt nach dem Austritt von Wagenknecht noch mal viel stärker geworden sind, die jetzt noch mehr Waffen nach Israel liefern wollen. Also das ist... Ja, steht noch nicht im Parteiprogramm, das kannst du schon mal sagen, aber die Linkspartei ist auf jeden Fall auf dem Weg, zur zweiten Grünen zu werden. Also auch die Grünen, die haben ja noch bis 1999, als sie sich am Überfall auf Jugoslawien beteiligt haben, gesagt, na, wir sind eine Friedenspartei, und dann hat Joschka Fischer gesagt, Edgy Badge sind wir doch nicht. Genau. Vor der letzten Bundestagswahl haben sie noch Wahlplakate aufgehängt gegen Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Ja, ihr wisst, wie es jetzt aussieht. Noch zu diesem Sozialisten. Also es gibt ja sozialistische Parteien in Deutschland. Also wenn Dekadent wirklich SGP, ein Sozialist wäre, was er ja von sich selbst behauptet, warum hofiert er die da nicht? Warum lädt er da nicht wen von der MLPD, von der DKP oder von der SGP ein? Also diese Parteien gibt es für Leute, die so wirklich sozialistisch gepolt sind und die auf der Schiene sind. Wie gesagt, ist jetzt nicht meine Einstellung, aber was die Linke da macht, das ist schlicht und ergreifend Etikettenschwindel. Und ja, ich glaube, einfach, Leute verarschen, aber halt nicht so in so relevantem Ausmaß, wie die Linke das gerne hätte. Ja, ich glaube, dadurch das Erstarken oder das natürlich der Gründung des BSW jetzt auch, hat versucht Dekadent jetzt so ein bisschen, die Linke noch vielleicht zu retten, weil die ja die einzige im Bundestag jetzt noch ist, bisher, glaube ich noch ein paar, dass sie ja vielleicht ein paar Wählerstimmen ihr zuschachern kann, aber wie gesagt, mit der BSW ist für mich die Stimme für die Linke da total obsolet. Da kann ich auch die Grünen wählen, sag ich mal so, ne? Wenn ich diese Politik will, kann ich auch die Grünen wählen, wenn ich für Kriegseinsätze weiterhin bin, wenn ich für, wie du sagst, Einführung der Wehrpflicht, Ramelow, also der hat mich auch komplett enttäuscht, muss ich sagen. Ich bin ja ursprünglich aus Thüringen und nur so viel dazu, ich war da früher auch mal, Ramelow, und dann, wo ich jetzt gesehen habe, was der für eine Politik macht, dachte ich mir, toll. Also den hätte ich niemals gewählt, wenn ich gewusst hätte, was der hier abzieht da jetzt. Das auch komplett kriegstreiberisch und wie gesagt, Einführung der Wehrpflicht und Waffen liefern und immer radikaler auch mit der Zeit geworden, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, er hat sich angepasst. Also er ist, der Diskurs hat sich verschoben und er ist da voll mitgegangen, weil er dachte, so kann er am ehesten seine Macht erhalten und innerparteiliche Kritiker wie Sarah Wagenknecht zurückdrängen, was ja auch funktioniert hat. Also Sarah Wagenknecht ist ja jetzt nicht ohne Grund aus der Partei raus und das BSW, das scheint bei der jetzigen Europawahl, wie gesagt, aktuell haben wir eine Hochrechnung, ungefähr doppelt so stark abgeschnitten zu haben wie die Linke. Wir schauen uns nachher noch die aktuellste Hochrechnung an und schauen uns dann an, wie gut Martin Schirdewans Strategie hier aufgegangen ist. Ich würde sagen, wir fahren mal mit dem Talk fort. Also ich meine, jetzt hat ja Markus Söder, der CSU-Chef, auch irgendwie von einer Dönerpreisbremse geredet. Offensichtlich schlägt das Wellen und offensichtlich trifft das auch einen Nerv. So, und ich bin total froh darüber, dass unsere Jugendorganisation diese Dönerpreisbremse mal ins Gespräch gebracht hat. Nachdem Söder sich dazu geäußert hatte, hatte ich irgendwie kurzzeitig mal keinen Appetit auf Döner oder Wöhner oder Falafel oder so. Und darum geht's ja eigentlich, dass tatsächlich das, was wir jeden Tag essen, in den letzten Jahren so unglaublich teuer geworden ist, dass zum Beispiel Leute, die eben gern Döner essen oder Falafel, dass die immer mehr Geld dafür berappen müssen. Und Lebensmittel sind in den letzten 3 Jahren, und jetzt halte ich fest, Karl, ich finde, das ist eine unglaubliche Zahl, 2 Zahlen, ich stelle die nebeneinander. Lebensmittel sind in den letzten 3 Jahren um über 30% teurer geworden. Das heißt, wir alle, wenn wir in den Supermarkt oder in die Kaufhalle gehen oder... Ja, aber die Dönerpreisbremse, so wie es an Söder oder die Grünen oder so gefordert haben, ist vollkommen bescheuert. Du kannst nicht den CO2-Preis erhöhen, die Gaspreise in die Höhe treiben, dann noch die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme erhöhen, also überall die Steuern erhöhen, bei wirklich allen Bereichen und damit die Preise erst nach oben treiben,
dann sagen, du bist für eine Dönerpreisbremse, wie es beispielsweise die SPD gemacht hat, die SPD-Jugend. Die haben sich da ja hingestellt, Dönerpreisbremse, also wie gesagt, ist sowieso ein bisschen urige Forderung. Ich glaube, die kommt von die Partei ursprünglich. Also wenn das eine Satirepartei fordert, okay. Wir haben auch ursprünglich die Bierpreisbremse gefordert. Aber ja, wenn du das als seriöse Partei forderst und dann gleichzeitig die Preise für Döner real erhöhst, also nicht nur für Döner, für alle anderen Nahrungsmittel auch noch, indem du halt die Steuern erhöhst, wie beispielsweise CO2-Steuer. Genau. Oder die Senkung der Steuern auf Grundnahrungsmittel, dass du die verhinderst. Ich meine, das hat die Ampel, das haben SPD und Grüne verhindert im Bundestag. Die Linke und die AfD, die waren dafür. Ampel und CDU waren dagegen. Also das ist die Realität. Also das ist keine seriöse Politik. Das ist, ja, ich weiß nicht, für wen man so eine Forderung aufstellt. Gerade als BSW, die sollten auf jeden Fall da auch an den Steuern mal ein bisschen was drehen. Man merkt auch, dass das vielen Leuten sehr wichtig ist. Was nützt es mir, wenn am Ende meines Monats so und so viel Steuern mir abgezogen werden oder so und so viel Preise, so und so viel Steuern auf Lebensmittel? Also da muss das BSW auf jeden Fall auch gucken, dass nicht nur der Mindestlohn erhöht wird, sondern dass er auch mal schaut, was da mit den Steuern so abgeht, dass man da auch mal ein bisschen die Last senkt für die normale Bevölkerung. Und ja, ist halt so ein Ding, ne, mit dem Döner. Das ist natürlich Strategie. Ja, hier, guck mal, der Döner ist so teuer. Dann im Endeffekt erhöht man wiederum andere Preise, was den Preis des Döners dann wieder steigen lässt. Also, ja, es ist natürlich einfach nur ein Trick aus meiner Sicht, wieder hier mit der Linken, mit einfach Döner. Ja, guck mal, du isst ja auch gerne Döner, weißt du, das ist halt so ein typischer Trick. Guck mal, wir machen den jetzt wieder billiger. Aber im Endeffekt, wird er noch eher teurer, also. Ja, an der Stelle könnte man jetzt, wenn man kritisch wäre, fragen, wie will die Linke den Preis für Döner denn senken? Beispielsweise durch eine weitere Erhöhung des CO2-Preises? Also BSW fordert, glaube ich, dass der abgeschafft wird, der CO2-Preis. Ich glaube schon, ja. Ja. Das wäre zumindest schon mal ein Anfang. Weil du Steuersenkung angesprochen hattest. Ich glaube, da ist es wichtig zu betonen, dass Konsumsteuern gesenkt werden müssen. Also die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, die kannst du ganz abschaffen. Das ist laut EU-Recht mittlerweile auch schon möglich. Diese ganzen Bagatellsteuern, Kaffeesteuer, Schaumweinsteuer, die kann man alle ersatzlos streichen. Also die verursachen eine Menge Bürokratie, die bringen ein paar Einnahmen und die belasten vor allem die Mitte und die Ärmeren. Also die kann man komplett streichen und die Mehrwertsteuer auf ein Minimum zusammenkürzen. Und da hätte man auch gleich wieder ein bisschen Bürokratieabbau, der ja auch schon seit Jahren gefordert wird, wo aber, also mir kommt zuvor immer mehr Bürokratie dazukommt, anstatt sie zu minimieren, habe ich das Gefühl, ja. Und das ist natürlich auch, wie gesagt, auch für Unternehmen, ne? Das ist auch immer mehr Arbeit dann, diese ganze Bürokratie. Da sollte man auf jeden Fall für sorgen, dass es weniger wird. Und ja, mit so einem Steuern hätte man zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn man solche Steuern dann streichen würde. An Imbiss berappen viel mehr Geld als vor 3 Jahren für das Essen, was wir einfach brauchen. Und in derselben Zeit, in den letzten 3 Jahren, ist das Vermögen von Dieter Schwarz, und der ist zufälligerweise der Lidl- und Kaufland-Chef, um über 30% gestiegen. Also man kann direkt sehen, wo das Geld hingegangen ist. Und ich finde das so eine Sauerei, ehrlich gesagt, dass wir natürlich überlegt haben, so kann es nicht weitergehen. Die Leute haben echt Probleme. Die Lebensmittelarmut ist enorm angestiegen. Wenn Leute in der Mittagspause was essen wollen, unter anderem dann meinetwegen Döner, dann muss das auch bezahlbar sein. Und deswegen haben wir die Idee eines Preisdeckels für Grundnahrungsmittel eigentlich entwickelt. Und ich finde, unsere Jugendorganisation hat das auf sehr smarte, kommunikative Art zugespitzt und hat einfach gesagt, nee, wir brauchen Dönerpreisdeckel. Das ist die beliebteste Speise, also Imbissspeise, vor allem jüngerer Menschen in ganz Deutschland. Und das ist einfach 8 Euro, 10 Euro in München oder Hamburg und so weiter. Das kann keine Sau mehr bezahlen. Und deswegen wollen wir das wieder bezahlbar machen. Und im Prinzip geht es darum, dass tatsächlich alle Menschen sich ein Essen, egal was sie jetzt essen sozusagen, also darum geht es mir nicht, sondern dass sie sich die Grundnahrungsmittel leisten können, dass keiner irgendwie Hunger leiden muss in diesem Land. Und das ist so ein Okay, das ist tatsächlich bisher total basiert. Ich hatte ja auch gesagt, dass die Linke CO2-Preis ist ein bisschen kritisch, was sie da gefordert hat. Aber Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel vor allem, die wollte die Linke ja tatsächlich abschaffen. Also da ist die Linke sich also auch mit dem BSW einig. Also das ist bisher noch ganz vernünftig, was er hier erzählt. Genau, also die haben ja generell auch immer, man sieht ja auch zum Beispiel bei den Abstimmungen im Bundestag, die Linke ist ja oftmals mit dem BSW
auch stimmig, ne, einer Meinung. Und ja, ich sag mal so, vielleicht als eine kleine Koalition könnte ich mir die Linke auch vorstellen. So, wenn man dann später vielleicht irgendwann. Oh, ich aber, nicht. Ja, gut. Dafür müsste es erstmal die Linke im Parlament noch weitergeben. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die wird aber da aus dem Parlament fliegen das nächste Mal. Deswegen glaube ich, wird das nichts. Ja. Reiches Land und die Reichen, die Kapitalisten, die Nahrungsmittelkonzerne in Besitz halten, werden immer reicher und wir geben unser Geld aus unseren Portemonnaies direkt auf deren Konten und das ist einfach falsch und deswegen finde ich die Idee total gut, eine Dönerpreisbremse. Ja, absolut. Ich habe erst letzte Woche habe ich über die Schwarzgruppe gelesen, weil ich das sind ja Zahlen, die man gar nicht glauben kann. Also ich glaube, wir sprechen von 350 Millionen Umsatz am Tag, von einem von Rekordgewinnen von 130 Milliarden oder so, die im Jahr machen. Wahnsinn. Und im gleichen Atemzug stellt sich jemand wie Schwarz hin und sagt, naja, aber davon profitieren wir nicht so wirklich, weil ja auch die Lieferkosten und Energiepreise höher geworden sind. Und Die gesamte Bevölkerung schluckt das einfach weg, während da 350 Millionen jeden Tag gemacht werden. Ich muss sagen, im Wahlkampf hast du dich oftmals in mein Herz gespielt, aber mit einem Satz ganz besonders. Es ist Zeit, Europa den Reichen und Konzernen zu nehmen. Und ich finde, das ist ein Leitspruch von dir gesagt und vorgetragen, der den Zeitgeist zumindest in meinem Freundes- und Wirkungskreis trifft wie kein anderer. Es ist endlich Zeit, dass sich die unterdrückte Klasse das nimmt, was ihnen zusteht und dass wir es denen wegnehmen, die es sowieso nicht brauchen. Ja? Was ist euer konkreter Ansatz auf europäischer Ebene, um da entgegenzuwirken? Und du musst dir keine Gedanken machen. Gute Frage. Also im EU-Parlament kann man so gut wie nichts machen. Also das wäre hier eine ehrliche Antwort. Ja, dafür bräuchten wir erstmal die Macht in wichtigen EU-Nationalstaaten. Also das trotzdem gute Frage. Machen, die sind alle intelligent genug, um zu wissen, wie Fraktionen funktionieren und dass das eben auch nur mit Mehrheiten klappt. Aber es geht hier um die Ideen, um die Vision. Ja, alles klar. Nee, das ist gut, dass du das ansprichst. Das ist so, das ist einer meiner Leitsprüche in diesem Wahlkampf und nicht nur in diesem Wahlkampf. Wer Europa will, der muss es den Reichen und Konzernen nehmen und das meine ich auch ehrlich gesagt so. Die vier, man muss sich vorstellen, ich mach's nochmal plastisch, weil auch das ist unglaublich. Die vier reichsten Familien in Deutschland, vier Familien, die besitzen genauso viel Vermögen wie die gesamte untere Hälfte der Bevölkerung, die in diesem Land lebt. Und auf europäischen Verhältnisse übersetzt ist es ähnlich. Also vier Familien auf der einen Seite, 42 Millionen Menschen auf der anderen Seite. Ich finde das, ehrlich gesagt, pervers. Ich finde das obszön, diese Reichtum. Das kann man ja wirklich weltweit auch sehen, ne? Dass sie Reichen immer reicher werden, das ist ja eigentlich kein Geheimnis. Ich hatte da neulich mal eine Zahl gesehen. Oh, ich kann es jetzt aber leider, ich habe es jetzt leider nicht mehr im Kopf. Es ist Wahnsinn auf jeden Fall. Also da kann man ihm zustimmen nur, ne? Also das stimmt. Das ist auf weltweiter Ebene natürlich noch viel extremer als hier auf nationaler Ebene. Ich glaube, oh Gott, ein paar wenige Menschen besitzen so viel, ich weiß jetzt nicht die neueste Zahl von Oxfam, so viel wie die andere Hälfte der Weltbevölkerung. Das ist vollkommen krass. Aber die Frage ist jetzt, was will die Linke dagegen tun? Genau, das war die Frage. Diese Vermögensverteilung, weil diese vier Familien haben dafür, ehrlich gesagt, gelinde gesagt, nicht einen Finger gekrümmt, weil das sind natürlich Vermögenseinkommen, die da generieren, aber andere Leute schuften für sie. Und diese vier Familien eignen sich den Mehrwert, den andere für sie erwirtschaften, an. Das ist purer Kapitalismus. Und ja, ich bin Sozialist, das weißt du, habe ich schon gesagt. Und deshalb möchte ich, dass wir erstmal auf dem Wege der Umverteilung für mehr Gerechtigkeit sorgen. Also mehr Etikettenschwindel. Also das mit dem Sozialist-Etikettenschwindel steht nicht im also steht vielleicht als rhetorisches Bekenntnis im Parteiprogramm, so will man junge Leute überzeugen, die sich nach links sozialisieren und ja. Na, ich glaube auch mit dem anderen wegnehmen, da schrillen bei den meisten Deutschen auch die Alarmglocken, ne? Weil man erstmal denkt, oh, sie wollen mir was wegnehmen von meinem bisschen, was ich vielleicht jetzt ein bisschen mehr habe. Also jetzt nicht die ganz Superreichen, aber die sich doch ein bisschen was erwirtschaftet haben, ne? Und ich glaube, das siehst du ja auch zum Beispiel bei vielen AfD-Wählern, die zucken da gleich und sagen, oh, die wollen wir irgendwie was wegnehmen, Sozialismus, und das geht gar nicht. Also klar, für die Karl-Zuschauer ist das natürlich ist Musik in ihren Ohren, aber ja, ich glaube, du kannst damit die meisten Wähler nicht überzeugen. Da musst du halt konkreter werden. Ja, und bei den konkreteren Forderungen, wie gesagt, diese sozialistische Rhetorik, ich glaube, damit verschreckst du auch eher Wähler, da hast du völlig recht mit. Genau, denn die meisten Wähler sind tatsächlich eher links. Also jetzt nicht sozialistisch links, sondern so sozialdemokratisch.
Also die meisten wollen höhere Steuern für große Konzerne. Also da wirst du auch die meisten Mittelständler hinter dir haben. Die sind, also für die ist es ja ein realer Wettbewerbsnachteil, wenn sie 30% Steuerlast haben und Amazon weniger als 1%. Also die würden sich ja auch freuen, wenn Amazon die gleiche Steuerlast hätte, einfach damit hier gewisse Gleichheit herrscht, damit Amazon nicht noch größere Wettbewerbsvorteile hat, als es das ohnehin hat. Bei Vermögenssteuer, da ist auch die Mehrheit der Bevölkerung dafür, höhere Steuern für sehr, sehr große Einkommen, für Kapitaleinkommen, da sind auch die meisten Leute dafür. Gleichzeitig höhere Löhne, höhere Renten, da sind auch die meisten Leute dafür. Hast du auch jüngstens in der Schweiz gesehen. Die haben tatsächlich mal darüber abgestimmt, ob die Rente gesenkt werden soll. Und was ist passiert? Überraschung. Die Leute wollten nicht, dass ihre Rente gesenkt werden. Denn die Rente, das ist die Sozialleistung, bei dem es eigentlich jeder einleuchtet, bei dem es jedem einleuchtet. Jeder kriegt irgendwann mal in seinem Leben, wenn er alt genug wird, Rente. Und jeder weiß genau, was für ein realer Verlust das für ihn wäre, wenn man die Rente senkt. Also das sind alles Dinge, auf die man sich konzentrieren sollte und gar nicht auf so eine allgemeine Rhetorik. Und da finde ich auch, dass das BSW das gut war. Dass man da jetzt nicht Sozialismus als Oberpunkt macht, sondern soziale Gerechtigkeit. Wie gesagt, dieser Sozialismus bei den Linken ist sowieso ein Etikettenschwindel. Also da versucht man irgendwelche jungen Leute, die so vage radikal sein wollen, zu verarschen. Und das finde ich einfach unehrlich. Also ich habe es ja eben schon gesagt, also beim Wort Umverteilung alleine, da schreckt man gleich so ein bisschen auf, die meisten, glaube ich. Das ist, weiß ich nicht. Ja, also besteuern, ja, aber so dieses Wort, ja, wir wollen jetzt quasi einen anderen wegnehmen. Weil wer sind denn die anderen so? Weißt du, das ist halt auch immer so schwammig und er redet da natürlich jetzt von großen Konzernen. Ja, gut, wie will er das machen? Und da werden sie halt auch nie konkret und ich glaube, hier wird es auch nicht konkreter werden, aber ich bin gespannt. Gleichheit in der Gesellschaft. Das heißt, zum Beispiel Dieter Schwarz hätte keinen Anreiz dafür oder die Brüder Albrecht von Aldi und so weiter, die Preise in den Supermärkten immer weiter künstlich hochzutreiben, wenn man ihnen eine satte Übergewinnsteuer aufbrummen würde. Das heißt, wir wollen, dass 90% der durch Krisen oder durch Marktmanipulation erwirtschafteten Gewinne von den Konzernen besteuert werden und damit der öffentlichen Hand zur Verfügung stehen. Muss man sagen, wahrscheinlich leider zu spät. Also die Forderung, die war gut. Das hätte man machen müssen, aber das hätte man schon vor 1-2 Jahren machen müssen. Also jetzt ist, glaube ich, langsam zu spät. Also wie gesagt, also das ist ja immer das Blöde. Du kannst gute Forderungen in der Tagespolitik haben und bei der nächsten Wahl sowas wie eine Übergewinnsteuer, die ist dann schon wieder obsolet. Die muss man einführen, wenn die Übergewinne anfallen und nicht erst 2 Jahre später, wo die Gewinne schon wieder auf Normalniveau sind. Das Geld könnten wir dann in, weiß ich, zum Beispiel Dönerpreis bremsen, das könnten wir aber in eine gute Gesundheitsversorgung, Bildung, in den Ausbau der digitalen Infrastruktur und so weiter und so fort investieren. Also wirklich wichtige Dinge, Armutsbekämpfung und Zukunftsausgaben leisten, aber so versandet es auf den Konten der Reichen, der Superreichen. Und die investieren, spekulieren damit, werden immer reicher, andere werden immer ärmer. So, das heißt, wir müssen wer Europa will, muss es den Reichen und den Konzernen nehmen. Ich will eine Milliardärsteuer, das ist ein zweiter Schritt sozusagen. Ja, das ist alles nationalstaatliche Ebene, was er gerade beschreibt. Also Übergewinnsteuer, da hat die EU tatsächlich ein Mindestmaß vorgeschrieben, was es an Übergewinnsteuer geben muss. Das ist auch ganz interessant, dass die EU hier mal progressiver war als die Nationalstaaten und die Bundesregierung sich vor allem mit Finanzminister Lindner dagegen gewehrt hatte. Aber alles, was er hier beschreibt, ist national. Staatliche Ebene. Ich würde gerne noch zur EU kommen und der Haltung der Linken dazu. Ich habe ja das Gespräch vorher nicht gesehen. Ich glaube, wir springen mal wieder 10 Minuten vor. Und bei diesem Wirtschaftlichen, da bleibt er sehr allgemein, sagt nichts Falsches, aber ja, das Milliardärssteuer, sicherlich sinnvoll. Ja, ich glaube, das fordern die auch schon seit Jahren, ne? Aber... Nee, ja, bisher Millionärssteuer. Milliardärssteuer, wenn man die hoch ansetzt, also da wird es ja auf jeden Fall niemanden treffen, der irgendwie am Hungertuch nagt. Da wird es auch definitiv keinen Mittelständler treffen. Aber du wirst halt, du wirst das halt nicht durchsetzen können, glaube ich. Weil einfach zu viele Leute mit Macht das eben verhindern, dass ihnen was genommen wird. Weil sie auch immer diese Parteien pushen wie CDU und so, die das verhindern. Deswegen wird es schwierig, glaube ich, überhaupt, wie gesagt, so eine Partei wie BSW oder Linke, dass sie überhaupt irgendwann mal in Entscheidungsgewalt kommt, weiß ich nicht. Muss mal gucken. 6, 7, 8 Monate erleben mussten, was Gewalt angeht, ist auf keinem Level der Schönheit mehr irgendwie wiederzufinden. Jetzt warst du
vor ein paar Wochen, glaube ich, in Greiz. Das ist ein Landkreis, ein Wahlkreis in Thüringen. Und da hat Leo Walter also kämpft gegen Höcke. Ja, Höcke und Leo sind beide im gleichen Wahlkreis. Wie hast du die Stimmung in Greiz wahrgenommen? Wie hast du Leon wahrgenommen? Was passiert da? Ja, Leon ist echt ein taffer Typ. Ich mag den total. Ich kenne den eine Weile. Er ist aber noch ein ganz junger Genosse. Und ich finde ihn super mutig im Moment, ehrlich gesagt, da sein Gesicht und seine Stimme zu geben. Auch wirklich in einer der heißesten Auseinandersetzungen mit dem neuen Faschismus, die wir gerade in der Wahlkonstellation erleben können. Ja. Höcke. Dem neuen Faschismus. Ist ja quasi der Repräsentant des neuen Faschismus in Deutschland. So, und also Leon ist da wohlgemut, ungebrochen, optimistisch und so weiter und geht einfach, da zieht er auch in die Auseinandersetzung, kriegt auch viel Unterstützung und die braucht er auch. Und man muss ehrlich sagen, diese Tendenz, die du geschildert hast, also eine Verrohung teilweise auch der Gesellschaft auf den Straßen, das hat natürlich mit dieser Faschisierung auch von ganzen Regionen und so zu tun und Höcke hat das massiv mit befördert. Und für mich ist ganz klar, und das sage ich auch in meinen Reden, und Leon sieht das genauso, und wir hatten gute Gespräche, ehrlich gesagt, in Greiz und in Ronneburg. Wir waren in zwei Orten im Wahlkampf auf der Straße, haben mit den Leuten geredet und so weiter. Aber für uns ist ganz klar, es gibt keine Mitte zwischen Antifaschismus und Faschismus. Und wer das glaubt, hat echt ein Rad ab, der versteht es nicht. Man kann keine Kompromisse mit Faschistinnen und Faschisten machen. Man muss da. Selbstverständlich kann man Kompromisse mit Faschisten machen. Was ist denn das für ein völliger Schwachsinn? Also die gesamte amerikanische Außenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg bestand darin, dass man Kompromisse mit Faschisten gemacht hat. Also da müsste man auch erstmal definieren, ab wann Faschismus anfängt, ne? So, ja, also für die Linke ist jetzt Björn Höcke schon Faschist. Ja, ich weiß, also erstmal ist es natürlich historisch falsch. Also selbst mit echten Faschisten kannst du Kompromisse machen. Ich meine, der Gründer vom Bundesnachrichtendienst, Reinhard Gehlen, das ist ein Nazi gewesen. Der wurde dann von den USA eingestellt und hat dann die CIA-Unterabteilung Organisation Gehlen gegründet, die dann später in Bundesnachrichtendienst umbenannt wurde. Also der BND wurde wirklich von einem Nazi gegründet, der auch seine alten Netzwerke aus der Nazi-Zeit mitgenommen hat. Beispielsweise, also das ist völlig ahistorisch, ist völliger Schwachsinn. Selbst wenn du dich auf echte Faschisten beziehst. Da ist halt die Frage, ab wann, wie gesagt, wo fängt Faschismus an? Ich habe jetzt auch hier das Buch von Roger Griffin, da weil wir ja mit Erwin mal drüber geredet haben, bevor wir den Talk mit Dings hatten, ne, mit Schlomo. Roger Griffin, Faschismus, eine Einführung in die Faschismusforschung, das würde ich mir auf jeden Fall reinziehen, weil das ist ja auch so schwammig definiert. Also bei Schördewahn, wie du sagst, da fängt es ja schon bei sonst wem an oder bei dem Dekadent. Ja gut, bei einem Höcke können wir uns jetzt drüber streiten, ne? Aber das fängt ja schon teilweise bei, wie gesagt, bei du bist ja auch schon, wie war das, brauner Wurm oder so? Also sorry, da geht's ja schon los bei denen und das ist halt das Problem. Hier, guck, ey, ich habe mal Leon Walters Twitter-Account aus Spaß rausgesucht. Und was hat er gleich repostet? Nämlich gegen das BSW richtet. Und hier wird das BSW wirklich dafür kritisiert, dass es viele ehemalige Wähler aus der Linkspartei überzeugt hat. Wie vollkommen irre ist das? Wartet, ich bin wahrscheinlich mit meinem Bild davor. So, jetzt seht das hier. Ich habe uns mal zur Seite geschoben. Also wirklich, wenn das BSW viele AfDler überzeugt hätte, dann hätte es geheißen, oh, seht ihr, das BSW ist Putin da und total rechts. Ja, und, ja, klar. Genau, schlimme Hücke. Und jetzt jagt das BSW halt der Linkspartei und der SPD viele Wähler ab und jetzt kritisieren die Linken es dafür, dass sie selber in der Politik halt gegen ihre ursprünglichen Wähler gemacht haben. Durch aggressive Kriegstreiberei beispielsweise eines Ramelow. Also es ist vollkommen irre. Ja, macht so weiter, kann ich dir nur so gern sagen. Ah, Ines Schwertner, die ist ja jetzt auch bei der Linken. Macht auch so Scherze weiter wie SPD hier gegen Mindestlohn stimmen. Macht so weiter, wir werden das schön groß machen und dann greifen wir euch noch ein paar Wähler ab. Ich dazu nur sagen. Ja. Oh Gott, Katharina. Besonders die SPD können wir da auf jeden Fall als ehemalige Arbeiterpartei, die ja schon seit Jahren nicht mehr für den Arbeiter agiert. Ne? Also kann ich wirklich nur jedem raten. Auch wenn ihr vielleicht, ich kenne ja auch diese ganzen Alteingesessenen, weiß ja, gibt es ja auch viele SPD, ja, das war mal früher die Arbeiterpartei, ja, zu guten Zeiten, aber ist sie nicht mehr, so, da muss man auch der Realität ins Auge blicken. Und, ja. Definitiv, ich gucke gerade noch ein bisschen runter, aber ich finde hier jetzt keine andere Nachricht, also er scheint relativ normalen Wahlkampf gemacht zu haben.
Schade, schade. Bei Leon Walter, ich kannte den schon von Twitter, wusste, dass das so einer der Verstrahlten aus der Linkspartei ist, aber scheint sich in den letzten Tagen benommen zu haben. Hat er Glück gehabt. Naja. Gerade stehen. Und wenn ich mir die Union angucke zum Beispiel, die in Thüringen, also ich meine, hier, wie heißt der Professor Mario Vogt, der Höcke zu einem Fernsehduell bei der Springer-Presse einlädt. Alter, das kannst du doch nicht machen. Also du kannst ihm doch nicht so ein Podest bieten und mit dem auf Augenhöhe diskutieren. Also das Bild, was bleibt, ist das Bild der Normalisierung des Doch, genau das sollte man machen. Das BSW sollte das auch machen. Und nicht unbedingt bei der Springer-Presse, sondern vielleicht auf eigenen Kanälen. Vielleicht, keine Ahnung, in Nachdenkseiten oder so. Das sollte das BSW auch machen. Aktiv Debatten mit dem politischen Gegner suchen und dann gerade mit denen keiner spricht. Gerade das bringt das BSW uns weiter. Das BSW sollte vor allem zeigen, dass sie nicht zu dem Establishment gehört und einfach nicht zu diesem Mainstream gehört. Ich glaube, das ist wichtig und dass sie gegen die Regierung in der jetzigen Form auch steht. Das sollte sie ganz klar machen, weil ich glaube, viele Leute greifst du einfach sprichst du an, wenn du sagst, du bist auch gegen die jetzige Regierung, gegen die Kriegstreiberei, gegen die ganze neoliberale Politik, die gemacht wird. Du bist für den Arbeiter, für den kleinen Mann und das musst du den Leuten auch einfach zeigen und vor allem bist du auch für die Mehrheit irgendwo da, ne? Du bist gegen die Massenmigration, du bist gegen dieses ganze, ne, diese aggressive Cancel Culture, gegen diese ganze aggressive Form der Wokeness. Das sollte das BSW auch herauskristallisieren, dass es auch da zu der Mehrheit hält der Leute im Land. Die halt zum Beispiel das Gendern ablehnen oder was auch immer. Das ist meine Sicht. Da fragt gerade einer im Chat, wen wir gewählt haben. Der Rollo postet auch schon die BSW-Sticker in den Chat. Ja, wir haben hier, glaube ich, größtenteils BSW gewählt. Ich hatte mal eine Umfrage gemacht in der Community. Werde jetzt nicht noch eine machen, aber da waren, glaube ich, 40% BSW. Oder nee, 60%. 60% BSW. 60% BSW sogar. Ich habe ja kurz überlegt, ob ich die Partei noch wähle, aber es gab nur eine Stimme, da habe ich gesagt, nee, komm. Ja, wie gesagt, Sonneborn ist auch nicht schade, wenn der da nochmal einzieht. Zieht er ja auch aber wahrscheinlich. Also ja, bei dem muss ich halt sagen, ich lehne halt wie cool ich auch Sonneborn halte, aber die Migrationspolitik lehne ich halt ab einfach. Tatsächlich. Wie sie. Partei ist da sehr, sehr, eher so auf Regierungslinie, glaube ich, deswegen. Ja. Aber, deswegen sitzt Sonneborn nicht im EU-Parlament. Der sitzt da, um diesen ganzen Betrieb so ein bisschen aufzumischen und da, also da ist mir Tagespolitik gar nicht so wichtig. Also selbst wenn der jetzt bei bestimmten Sachen total andere Positionen als ich vertreten hätte, dann die grundsätzliche Arbeit, die er da macht, das ist gut, dass er da sitzt. Der lenkt viel Aufmerksamkeit auf Brüssel und das ist wichtig, dass da mehr Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird. Also es gibt viel zu wenig mediale Berichterstattung darüber und das erwarte ich auch von den BSW-Kandidaten, dass die offensiv die mediale Öffentlichkeit, auch gerne, wenn sie in den Mainstream nicht eingeladen werden, in den Alternativmedien suchen. Also Michael von der Schönburg, der war ja vor kurzem bei Flavio von Witzleben zu Gast. Fabio De Masi ist ja durch die Alternativmedien geturnt. Friedrich Pirner war bei Punkt Preradovic. Sarah Wagenknecht war selbst bei Mark Friedrich, also genau sowas, das muss weiter so gehen. Also das darf jetzt nicht sein, dass die 6 Kandidaten, die da jetzt ins EU-Parlament einziehen, dass die jetzt in Brüssel verschwinden und man 5 Jahre von denen nichts hört, sondern die müssen offensiv die mediale Öffentlichkeit suchen. Oder vielleicht auch auf ihren eigenen Kanälen was machen. Na, du wolltest noch was sagen, ich wollte dich jetzt gar nicht abwürgen. Nee, ich finde es auch einfach gut, wie der Sonneborn dort die ganzen Leute exposed, ne? Wie von der Leyen und der lässt da ab und zu mal die eine oder andere Bombe platzt. Finde ich gut, wie die Leute dort entlarvt immer. Ja, das finde ich gut. Auf jeden Fall. Neuen Faschismus. Dass da auch mal und Vogt macht das, weil er sich Machtoptionen eröffnen will. Und das funktioniert einfach nicht. Das ist eine völlige falsche Taktik. Und das Gleiche macht Ursula von der Leyen auf europäischer Ebene. Es treibt mich manchmal Meloni. Meloni, echt. Also einer Postfaschistin die Hand auszustrecken. Oder den Schwedendemokraten. Ja, das ist eine NATO-treue Postfaschistin. Natürlich streckt man der die Hand aus. Und es zeigt auch, wie leer diese Labels sind. Also Meloni, das ist eine stinknormale neoliberale Transatlantikerin von ihrer realen Politik her. Oder, weiß ich, mit anderen Kräften zusammenzuarbeiten. Vox aus Spanien und so weiter. Das will sie alles, damit sie einfach an der Macht bleibt. Da müssen wir gleich noch mal ein bisschen vertiefen. Aber
zurück zu Leon, der ist da echt tapfer, super Genosse. Also wer Lust hat, den zu unterstützen, unterstützt ihn, weil das ist eine der zentralen, wirklich zentralen wahlarithmetischen Auseinandersetzungen mit dem neuen Faschismus. Der wird nicht bei dieser Wahl gewonnen, der Kampf gegen die neuen Nazis. Der wird gesellschaftlich gewonnen, das muss uns klar sein. Aber trotzdem geht es darum, Höcke mindestens einen Denkzettel zu geben und den da nicht gewinnen zu lassen. Das ist ganz zentral. Ja, ja, absolut großartig. Auch gut, dass du das mit Frau von der Leyen schon angesprochen hast. Ich persönlich sehe da nicht nur eine Normalisierung, sondern vor allem, und das viel gefährlicher, eine Legitimierung von der europäischen rechtsextremen Seite. Gerade Meloni ist das Aushängeschild, glaube ich, für den erfolgreichen Faschismus in Europa. Viele behaupten jetzt, dass es gar nicht so schlimm wäre und dass viele Dinge, die man so schwarz an die Wand gemalt hätte, gar nicht eingetroffen sind. Aber das, was eingetroffen ist, ist schlimm genug und da sind noch years to come. Also man hat ja auch ein bisschen Zeit. Ja. Ne? Mussolini hat ja auch nicht im ersten Jahr schon alles rumgerissen. Jetzt ist die Sache, wie ordnest du das insgesamt ein? Ist das reiner Opportunismus oder steckt da mehr dahinter, wenn man sich mit solchen Personen ablichten lässt? Nee, da steckt, glaube ich, mehr dahinter. Das ist nicht reiner Opportunismus. Opportunismus spielt sicherlich bei Konservativen gerne mal eine Rolle, aber da ist schon noch mehr dabei. Das ist auch eine politische Nähe. Das ist eine... Natürlich ist es eine politische Nähe, aber okay, ich glaube, wir haben es kapiert. Keine politische Analyse, sondern Postfaschistin, Faschist, alles böse Rechtsradikale. Also das ist, da hört mehr oder weniger die politische Analyse auf. Also bei Meloni, man kann sich relativ einfach machen. Keine Faschistin, einfach ganz normale, neoliberale Transatlantikerin. Vor allem hat die sich sogar von der AfD sogar viel distanziert, genau wie Le Pen. Ja, hat sie. Also, siehst du, das meine ich halt. Bei Meloni geht's schon los, ne? Alter, das werden wir bei der AfD sehr wahrscheinlich auch bald sehen. Du hast ja gesehen, wie sie den Kra abgesägt haben. Ja. Wenn durchgekämpft haben, die sagt eben genau das, dass die Löhne armutsfest sein müssen. Die Bundesregierung weigert sich, sagt jetzt am 1. Mai, oh, da fällt uns was ein, Tag der Arbeit, super, ey, vielleicht sollten wir den Mindestlohn doch erhöhen. Wir haben ja jetzt nur mal 12,41 Euro, mickrige 12,41 umgesetzt. Aber dann sagt Scholz auf einmal, nein, wir müssen ihn auf 15 anheben. Dann fällt Habeck ein, nein, wir müssen ihn auf 15 anheben. Und alles so am 1. Mai. Und dann denkst du, sag mal, wollt ihr uns jetzt komplett veräppeln? Ihr seid an der Regierung, dann macht doch bitte, es ist der gesetzliche Mindestlohn. So, dann ihr habt doch eine Regierung. Mehrheit und so weiter. Naja, und dann reden sie halt schön. Wir haben es in dem Bundestag abgelehnt. Okay, das hatten wir alles schon. Ich glaube, wir können damit, also es war weniger schlimm als gedacht. Also du hattest natürlich diesen Woken Talking Point oder antideutschen Talking Point, nenn es wie du willst. Jeder, der ein bisschen konservativer ist, ist gleich Faschist. Selbst wenn er total NATO-treu und neoliberal ist und sich perfekt in, also wenn du Meloni als faschistisch bezeichnest, dann musst du auch die CDU als faschistisch bezeichnen. Wäre offensichtlich absurd, deswegen macht es keiner. Aber diese Inkonsistenzen, die fallen halt nicht auf, wenn man darüber nicht diskutiert. Was fällt mir noch ein? Wie gesagt, es war jetzt weniger schlimm als gedacht, dieser Talk. Also das muss ich wirklich mal sagen. Ich hatte mit weitaus Schlimmerem gerechnet. Wir können uns ja noch die neueste Prognose ansehen. Ich bin hier ja im ZDF. Das BSW steht bei 6,1% und die Linke bei 2,8. Also das ist wirklich krass. Wir sind wahrscheinlich im Weg. Ich bin im Weg. So, du bist nicht im Weg. Du, oder nicht groß zumindest. Also zum Abschluss, Martin Schürdewans neue Strategie für die Linke geht eher nicht so auf. Also die Linke steht bei 2,8 und das BSW bei 6,1%. Das BSW ist mehr als doppelt so stark wie die Linkspartei. Joa. Naja. Sella, noch irgendwelche abschließenden Worte zu Linken? Ich glaube, das war ein ganz interessanter Ausflug. Zur Linken, ja, man hat ja gesehen, wie die Strategie aufgeht. Leider nicht so gut. Aber was ich nochmal kurz abschließend sagen will zur CDU, ich verstehe nicht, wie man die immer noch wählen kann. Wirklich. Es ist mir ein Rätsel. Die Grünen sind übrigens extrem abgestürzt. Ne? Irgendwas mit 8% war das. Ja, das freut mich wirklich, dass die Grünen abgestraft wurden. Und die FDP, die scheint auch ein bisschen abzusacken. Die hatte ja zuerst 5% in Prognosen, jetzt nur 4,8. Vielleicht wird das noch ein bisschen weniger. Also ich hoffe, dass das wirklich internen Streit in die Ampel bringt. Aber ja, die halten halt zusammen wie eine Räuberbande. Also die wissen genau, wenn einer die Koalition cancelt, dann werden sie alle abgestraft bei den Wahlen. Das haben sie hier nochmal vorgeführt bekommen. Ja, sieht aus.